Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Tutorial, quasi dem Einführungstutorial zur Su-25T. Denn dieses schöne Flugzeug hat mit dem Patch 1.2.8, der jetzt seit ein, zwei Tagen offiziell erschienen ist, ein schönes 6DOF-Cockpit erhalten. Das heißt, wir können mit unserem Trek IA auch dieses Cockpit genießen. Bedeutet, dieses matschige alte 2D-Cockpit ist Geschichte. Und ja, wir haben jetzt ein schönes Cockpit. Ihr merkt das schon, ich habe da immer wieder Spaß dran, mich hier umzusehen. Die Knöpfe sind jetzt also auch alle voll dreidimensional geformt. Sind nicht mehr nur einfache Texturen. Und dieses Ereignis habe ich mir einmal genommen, um eine eigene Playlist für die Su-25T anzufangen. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal eine Art Crashkurs-Video für die Fliegerrevue gedreht. Und das war doch relativ rudimentär. Und da sich die Su-25T oder T-Frog, wie man sie auch nennt, doch erheblich von der Su-25A unterscheidet. Ihr erkennt das zum Beispiel schon hier an diesem TV-Bildschirm. Macht es Sinn, da eine eigene Tutorial-Reihe zu drehen? Da werden sicherlich auch Themen dabei sein, die sich nicht unterscheiden von der Su-25A. Aber wir haben eben nicht nur diesen TV-Bildschirm, sondern auch ein komplett anderes Head-Up-Display. Die Su-25T war seinerzeit zu Zeiten von Lock-On Modern Air Combat das erste Add-on, Flaming Cliffs. Und die Su-25T war damals, ich glaube 2005 war das, das erste Flugzeug von Eagle Dynamics mit einem Advanced Flight Model, also mit einem erweiterten Flugmodell. Und auch das Cockpit sah damals, beziehungsweise das Außenmodell sah damals schon sehr schick aus. Das haben sie im Laufe der Zeit meines Wissens nach auch nochmal überarbeitet. Und jetzt eben zusammen mit diesem 6DOF-Cockpit ist das wirklich ein schickes Flugzeug. Und das Beste ist, diese Su-25T ist eines von zwei Gratis-Flugzeugen in DCS World. Das heißt, für Neulinge ideal, ihr braucht euch kein Modul kaufen. Ihr könnt euch DCS World gratis installieren und die Su-25T ist schon dabei. Okay, ich habe hier mal auf der Ramp im Hintergrund eine Su-25A aufgestellt und hier vorne, in der wir drin sitzen, die Su-25T, um euch einmal die Unterschiede von außen zu zeigen. Die T-Frog basiert im Grunde auf dem zweisitzigen Trainer Su-25UB, wobei der hintere Teil des Cockpits umgebaut wurde. Das sieht man hier im Außenmodell an den Beplankungen und Nieten. Und hier in dem hinteren Teil des Cockpits der Su-25T wurde ein weiterer Treibstofftank eingebaut und zusätzliche Avionik. Diese Umbauten haben natürlich direkten Einfluss auf die Flugeigenschaften. Sprich, durch dieses zusätzliche Gewicht fliegt sich die Su-25T im Vergleich zur Su-25A wesentlich träger oder schwerfälliger. Wenn ihr also diese zwei Maschinen direkt mal anhand der Flugeigenschaften miteinander vergleicht, werdet ihr sehen, dass rein vom Fliegen die Su-25A schon mehr Spaß macht. Dafür hat unsere Su-25T nützliche weitere Avionik, die sie auch ein bisschen überlebensfähiger macht, kann man sagen. Die ist also kampfwert gesteigert und auch allwetterfähig. Ich habe hier, um euch das mal zu zeigen, am Rumpf an der Mittellinie den sogenannten Mercury Pod angehangen. Und das ist ein sogenannter Restlichtverstärker bzw. ein Nachtsichtgerät. Und damit in Verbindung mit dem TV-Bildschirm können wir Ziele eben auch bei Nacht finden und bekämpfen. Die Su-25T wurde zwischen 1983 und 1986 entwickelt als kampfwertgesteigerte Version der Su-25 und Hauptziel war hier eben die Panzerbekämpfung. Und um das
optimal zu gewährleisten, haben wir hier an den Stationen, das sind jeweils die zweite von links und rechts von innen aus gesehen, direkt neben den Zusatztanks auf der Innenseite, die Möglichkeit, lasergelenkte Wicke-Raketen mitzunehmen, NATO-Codename AT-16. Die kennt ihr eventuell vom Black Shark, das ist auch dort die Hauptbewaffnung. Und mit dieser schicken Waffe kann man hervorragend Panzer oder auch andere Fahrzeuge knacken. Außerdem hat die Su-25T, das sieht man hier hinten, neben dem Bremsfallschirm auch noch einen Infrarotjammer. Das heißt, ihr könnt hier nicht nur gegnerisches Radar stören, sondern ihr könnt auch gegnerische Infrarotsensoren stören, die versuchen, euer Flugzeug aufzufassen. Das ist natürlich sehr hilfreich, gerade wenn es um Manpads, also schultergestützte SAM geht, oder auch um andere Flugeinheiten, die euch versuchen, mit einem Infrarotsensor aufzufassen. Neben den Aufgaben Panzerbekämpfung, also klassisch Air to Ground bzw. Battlefield Air Interdiction und Close Air Support, ist die Su-25T das einzige Flugzeug in DCS, mit dem man feindliche Luftabwehr unterdrücken und bekämpfen kann. Das ist, habt ihr vielleicht schon mal gehört, nennt sich Suppression of Enemy Air Defensive oder SAD. Und das habe ich hier in dieser zweiten Maschine einmal angehangen, also auch hier ein mächtiges Payload, um radargelenkte Luftabwehrstationen zu bekämpfen bzw. deren Such- und Feuerleitradare zu bekämpfen. Und dafür hat die Su-25T nochmal einen extra Pot, um diese Radarquellen aufzufassen. Das heißt, ihr könnt damit eben nicht nur einfache Bodenziele bekämpfen, sondern wenn diese von Boden-Luft-Raketen geschützt sind, könnt ihr diese ebenfalls unterdrücken oder bekämpfen, sprich zerstören. Die Su-25T kann außerdem zur Selbstverteidigung die R-73 mitführen. Das sehen wir hier. Das sind diese weißen kleinen Raketen und die sind natürlich wesentlich moderner und effektiver als die R-60 der Su-25A. Und hier an den äußeren Stationen haben wir auch den MPS-410 Self-Protection Jammer. Die Su-25T kann außerdem weitere lasergelenkte und auch TV-gelenkte Raketen bzw. Bomben mitführen. Das heißt, auch hier könnt ihr außerhalb der gegnerischen Waffenreichweite operieren und diese mit sogenannten smarten oder intelligenten Waffen bekämpfen. Vom Design her ist die T-Frog auch ein Erdkampfflugzeug. Ein bisschen kleiner als die A-10. Dafür leistungsfähiger, das trifft ja auf die Su-25A auch schon zu, sprich, sie ist schneller. Sie kann nicht unbedingt höher steigen, also da hält die A-10 auch gut mit, aber sie ist auf jeden Fall ein ganzes gutes Stück schneller, was euch natürlich schneller zum Einsatzort bringt. Dafür ist natürlich die Gesamtzeit, die man mit ihr in der Luft verbringen kann, nicht so hoch wie bei der A-10, also die sogenannte Loiter-Time, die die A-10 über dem Schlachtfeld oder über dem Einsatzgebiet verbringen kann, ist dann doch noch ein Stück höher als bei der Su-25. Okay, ich habe die Triebwerke einmal hochgefahren und bevor wir einen kleinen Rundflug machen, seht ihr hier an der Stelle, dass die Bordkanone sich auch nochmal an einer anderen Stelle befindet als bei der Su-25A. Dort befindet sich die Bordkanone am Bug unten links und bei der Su-25T befindet die sich ein bisschen weiter hinten auf der rechten Seite, fast schon mittig. Ist aber das gleiche Modell. Okay, und an der Stelle seht ihr schon einmal dieses Head-Up-Display, was sich natürlich deutlich von dem der Su-25A
unterscheidet. Dort haben wir ja quasi mehr oder weniger ganz rudimentäre Anzeigen, die auch nur für den Waffeneinsatz gedacht sind. Den Rest liest man an den analogen Anzeigen im Cockpit ab. Das heißt, hier natürlich auch schon ein riesengroßer Vorteil, wenn man nicht immer runter ins Cockpit gucken muss für elementare Dinge wie Flughöhe oder Geschwindigkeit beziehungsweise Lage im Raum. So, und wir taxieren jetzt mal zur Runway. Okay, wir rollen auf die Startbahn. Ich bin extra ein bisschen weiter hintergerollt, damit wir jede Menge Platz haben, weil die jetzt auch gerade sehr schwer beladen ist. Okay. So, und wie ihr seht, das ist hier doch eine relativ lange Startpiste auf Mostock, aber die haben wir auch benötigt für den Takeoff. Weil sie, wie gesagt, von alleine schon sehr träge und schwer ist durch den Zusatztank und die zusätzliche Avionik. Und ihr seht ja hier, ich habe jede Menge Außenlasten dran. Und das könnt ihr jetzt an der Stelle zwar nicht ja, miterleben, aber wie gesagt, das ist ein gerades Flugzeug, also probiert es direkt nach dem Anschauen des Tutorials selber einmal. Sie fliegt sich wirklich wesentlich schwerer auch als die Su-25A. Also ich kann die ja nicht so rumreißen und so scharfe Turns drehen. Und die verträgt aufgrund jetzt natürlich auch in Verbindung mit der schweren Beladung nicht so viele G. Okay, super. Dann werden wir auch noch ein Stück schneller. Und an sich ist die Su-25T aber auch ein sehr schönes Flugzeug. Nicht nur jetzt mit dem 6D-Wolf-Cockpit, sondern auch so, wie gesagt, die Aufgaben machen Spaß. Also, falls ihr doch eher Fans von russischer Technik seid, ist das quasi das Pendant zur A-10. Ihr könnt damit Fahrzeuge, Panzer bekämpfen, ihr könnt damit Close Air Support fliegen.
Ihr könnt damit feindliche Flughäfen angreifen und auch andere Gebäude. Ihr könnt damit sogar Schiffe angreifen. Und eben als einziges Flugzeug in DCS könnt ihr damit auch feindliche Luftabwehr unterdrücken und bekämpfen. Wenn man eine Mission hat, wo diese ganzen Aufgaben zusammenfließen, kann man so mit einer ordentlichen Gruppe Su-25T gesplittet auf verschiedene Aufgaben eben auch die komplette Verteilung von diesen Aufgaben auf der roten Seite übernehmen. Und das ist natürlich schon sehr schick. Okay, sie fängt an zu vibrieren, das heißt, wir sind ein Stück zu schnell. So, wir können ja mal noch ein bisschen steigen. So, und auch die T-Frog qualmt natürlich. Wie alle anderen Flugzeuge auch seit dem Patch 1.2.7. Okay, und auch hier gibt es natürlich eine Cockpitbeleuchtung. Die ist ein bisschen dezenter als jetzt zum Beispiel in der F-15. Und ich zeige euch kurz einmal den TV-Bildschirm. So, hier sind wir ein bisschen schnell unterwegs, nehmen ein bisschen Speed raus. So, da haben wir den TV-Bildschirm. Und wie ihr schon seht, ihr habt einmal von dem HUD dieses Symbol. Ich möchte jetzt gar nicht näher drauf eingehen, euch nur eben mal die Möglichkeiten zeigen. Und ihr könnt hier eben im Vergleich zur Su-25A außerhalb der gegnerischen Waffenreichweite bleiben. Und trotzdem diese Ziele bekämpfen, was natürlich sehr praktisch ist, um die eigenen Lebenschancen zu erhöhen. Okay, das war's zur Einführung der Su-25T. Ich freue mich auch hier auf die systemischen Tutorials. Wie gesagt, ein paar Sachen werden sich mit der Su-25A überschneiden, aber da wir hier auch andere Waffen zum Teil haben und eben den TV-Bildschirm und auch natürlich ein richtiges HUD, würde es doch klare Unterschiede bei den Tutorials geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!